Die einen nennen ihn den coolsten Geiger der Welt, die anderen den schönsten Geiger der Welt. Nein, nicht André Rieu, also nichts mit Walzer. Und die Rede ist von David Garrett. Das ist sozusagen der André Rieu für die MTV-Generation. Kreischende Girls, wo er auftritt. Und eine Atmosphäre wie beim Rockkonzert, denn er spielt auf der Geige gnadenlos das, was man sonst mit verzerrten Gitarren, Schlagzeug und wummernden Bässen verbindet. Für echte Klassikfans ist das natürlich nichts. Die haben ihn als ernsthaften Geiger kennengelernt und können ihn jetzt nicht mehr ganz für voll nehmen. Davor hat er aber keine Angst. Yasemin Ergin über einen, der alles kann, sowohl als auch. Das ist ein Hit von Michael Jackson, gespielt auf einer echten Stradivari. Statt Mozart, Brahms und Beethoven, Michael Jackson und AC/DC. Aufgenommen in Jimi Hendrix legendärem Studio in New York. Die Mischung aus Rock, Pop und Klassik versteht der Geiger David Garrett als Liebeserklärung an sein Instrument. Ich glaube, die Geige ist ein so vielseitiges Instrument, dass man so ziemlich alles drauf machen kann. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was nicht geht. Und ich bin da ziemlich hart mit solchen Urteilen. Und ich glaube, dass das Instrument auch wunderbar ins 21. Jahrhundert passt, einfach nur durch diese Vielseitigkeit. David Garrett spielt in ausverkauften Hallen. Nicht nur bei Crossover-Konzerten, sondern auch bei seinen klassischen Tourneen. Der 28-Jährige ist ein Star. Und das schon zum zweiten Mal in seinem Leben. Die erste Geige bekommt er mit 4 Jahren. Mit 10 ist er weltberühmt. Er tritt als Solist auf, hat mit 13 den ersten Plattenvertrag, spielt mit Weltstars wie Gehedo Menuhin und Zubi Mehta. Partiturstudium und ständiger Leistungsdruck statt unbeschwerter Kindheit. Das geht einige Jahre gut, doch dann Burnout, Bandscheibenvorfall, Sinnkrise. Mit 18 beendet er seine Karriere und zieht nach New York. Ich war nicht glücklich in der Situation. Es war zwar viel Erfolg da, waren auch gute Konzerte und so weiter. Insofern war es wahrscheinlich schwierig für mein Umfeld zu verstehen, warum ich eigentlich diesen Schritt machen musste. Aber es war nicht irgendwie Rebellion. Also ich habe genau gewusst, wenn ich nicht in diesem Moment wirklich so ein bisschen die Notbremse ziehe, dass auf lange Sicht mir dieser Beruf keinen Spaß machen wird. In New York holt David seine Jugend nach. Genießt seine Freiheit und fängt musikalisch von vorne an. An der renommierten Juilliard School belegt er zunächst Dirigentenkurse und Komposition. Nur um dann doch wieder bei der Geige zu landen. Ich habe mich so unfertig gefühlt. Es war wie so ein Puzzle, was total irgendwie chaotisch rumliegt. Also ich wollte wirklich auch mich selber einschätzen können als Geiger. Und da war es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich irgendwo hingehe, wo ich andere junge Leute habe um mich herum, die genau dasselbe machen möchten. Und das war halt in New York so gewesen. Und dann konnte ich nach 3 Jahren sagen, okay, du bist ja nicht so schlecht. Doch der Wiedereinstieg gestaltet sich schwierig. Die Plattenfirmen zieren sich. Seine Crossover-Ideen stoßen auf wenig Begeisterung. Erst als ein Berliner Konzertveranstalter auf seine Bühnenqualitäten aufmerksam wird, bekommt er eine Chance. Das Wunderkind von einst wird zum Showstar. Dass die Klassikszene ihm elektronische Verstärker und Popstar-Attitüden übel nimmt, macht ihm nichts aus. Die Leute, die mir persönlich was bedeuten, von Zubin Mehta bis Perlmann bis Ida Händel, also die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die ich respektiere, wenn die rüberkommen würden und sagen, komm mal, pass mal auf, dein Ton und so weiter, der leidet da, was sie nicht tun, dann würde ich sagen, okay, da stimmt was dran. Aber wenn ja jemand so ein bisschen sich auf den Schlips getreten fühlt, weil ich mal mit einem nackten Oberkörper im Fernsehen auftrete, dann damit kann ich leben. Viel wichtiger ist es ihm, junge Leute für Klassik zu begeistern. Mit seinen Crossover-Projekten sorgt er für Nachwuchs in den Konzerthallen, besonders für weiblichen.
jeder Mann versucht, Mädels zu beeindrucken. Wenn er das nicht macht, dann stimmt bei ihm was nicht. Insofern ein Beruf, wo du natürlich die Möglichkeit hast, viele Leute zu erreichen, gerade mit Musik, ist es natürlich ganz klar, dass man auch Motivation durch Mädels kriegt. Das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Sache. Das wäre ja verkehrt, wenn es nicht so wäre. Doch seine Fans werden ihn wohl weiterhin nur aus der Ferne bewundern. Denn Zeit hat der Musiker nur für seine erste und einzige große Liebe, seine Stradivari. Ist klar. David Garrett kommt zu uns in den Norden. Am 23. Januar ist er in Bremerhaven und am 29. in Hamburg.